Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio Season 3. Und ich habe immer noch keine Ahnung, welche Folge das jetzt ist. Einzige, was ich euch sagen kann, ist, dass ich maximal im Voraus bin. Ich irgendwie die Befürchtung habe, dass ich bis zum Ende des Jahres genug Factorio-Folgen schon langsam aufgenommen habe. Was ich auch nicht glaube, dass ich das schon habe. Aber es ist auf jeden Fall knapp. Hier kommt runter, da kommt hier runter. Das heißt, ich kann mit den Öfen quasi hier anfangen zu setzen. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, passt das hier hin. Perfekt. So, das bedeutet, rote Fließbänder kommen hier runter und hier runter. Sehr schön. Hier Sachen zum Setzen. Das ist jetzt der erste Teil meines Main-Busses, der gebaut wird. Ich hab echt keine Greifarme mehr, verdammt. Gut. Holen wir uns jetzt ein bisschen rote Fließbänder. 191 ist jetzt nicht so die Wolke. Davon die ganzen gelben Fließbänder, die ich habe, da reinschmeißen können. So. Und du gehst ja hier rüber. So. Das heißt, den Teil haben wir schon mal. So. Und ich habe keine roten Fließbänder mehr. Theoretisch kann ich jetzt hier oben alles anschließen. Ich fürchte nur, ich habe nicht genug Ressourcen dafür. Gut, den Teil haben wir dann. Das ist jetzt nur fürs Eisen. Das werde ich nochmal fürs Eisen daneben setzen, mindestens. Theoretisch, mal gucken. Ich würde ja theoretisch nochmal so ein ganzes Set reingehen. Ich kriege nur nicht genug Ressourcen dann rein. Das ist das Problem. Nicht genug Ressourcen hier ins Gebäude rein, um das zu befeuern. Oder kriege ich die irgendwie? Kriege ich die irgendwie hier in der Mitte durch? Wenn ich hier mit Unterirdischen lang gehe, Moment, habe ich normale Unterirdische mit? Hier habe ich. Sagen wir mal, ich würde hier Unterirdischen lang gehen, dann brauche ich das Band ja nicht. Käme ich ja hier entspannt. Ach. Ja. Heißt, ich käme hier raus. Ressourcen aus. Nur mit den gelben bauen. Käme ich wieder bis hier. Hier kann ich wieder gehen und dann hätte ich hier theoretisch einen Ressourcenausgang. Ich brauche für einen kompletten Aufbau brauche ich, das sind immer 6. Das heißt, ich brauche 12. 11 Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 zusätzlich. Den ich eigentlich. Aber. Mal überlegen, kriege ich. Ich kriege das Ganze ja theoretisch auch von der Seite nochmal rein. Gebastelt. Und
Weswegen ich am Überlegen bin, kriege ich das irgendwie hin? So. Und dann ging hier einer runter. Ofen, drei frei, Ofen. Ja, das ist tatsächlich so. Also hier ging einer runter, aber... rüberkommen, kann ich ja einfach da runter gehen. Und mit dem hier von hier drüben, der ja das Ganze kann, der kann ja ein bisschen mehr als hier das. Das heißt, wenn ich hier drüben rauskomme, kann ich von hier aus runtergehen. Den Platz habe ich. Muss ich nur entsprechend aufbauen. Dann kann ich hier direkt runtergehen. Also quasi... Moment, wo komme ich hier raus? Hier komme ich hier raus. Das heißt, hier weg. So. Dann käme ich hier raus, könnte dann von hier aus direkt runtergehen. Und der Ofen hier oben... Das Band geht so. Den Teiler. Das passt ja auch. Da kriege ich hier immer noch den Anschluss hin. Und dann geht der Rest geht hier rüber und befeuert dann hier kurz den Ofen. Und die restlichen Öfen werden über das Band angeschlossen. Das heißt, das geht. Das heißt, ich kriege hier tatsächlich noch in die Mitte rein ein Band. Weil ich dann jetzt am Überlegen bin, das nicht anders aufbaue und Platz spare. Moment. Moment, ich habe gerade eine Idee. So. Was ist, wenn ich denn den Ofen einsetze? Klar. Dem hier noch mal einen weitergehe. Ich nehme hier raus. Wenn ich das Ganze noch mal hier hinsetzen will, dann habe ich hier in der Mitte ja mehr Platz. Ich habe ja jetzt Platz gewonnen, dadurch, dass ich mir eins von den Bändern hier spare. Das ist natürlich viel cleverer, wenn ich das so rumbaue. Moment. Also quasi so. So. Dann brauche ich die nicht zusammenführen. Dann kriege ich hier volle vier Bänder raus mit dem Aufbau. Hoffe ich jedenfalls. So, das heißt, ich komme hier raus. Irgendwo. Hier nochmal unterirdisch lang. Könnte ich dann einfach einen länger ziehen oder doch nicht einen länger ziehen, das bringt mir ja nichts. Warte mal, so, dann komme ich hier raus, oben genauso wie den hier, den Kringel. Das heißt, ich muss oben komplett und von den oberen beiden Seiten jeweils komplett reingehen und dann klappt das. Alles klar. Auch mehr Zahnräder. So, hier hinten liegen noch rote rum. Ja. Baue dann hier vorne wieder mal ein bisschen was weg. Daraus baue ich dann hier, das wird der erste Teil vom Main Bus. Den zweiten Teil werde ich später ergänzen, wenn ich denn die ganzen Sachen rauche. So. Genug von den Bändern. Möchte ich jetzt nämlich nutzen, um hier oben die Versorgung wiederherzustellen. Also, dass mir hier oben die roten wieder produziert werden. Das ist jetzt natürlich alles nur provisorisch.
So, roten Teiler hier dran. Den Bändern dran. Fertig. So. Dann haben wir das soweit. Sehr schön. Packe ich einfach mal ein paar von den Bändern rein, die ich ja eh nicht mehr benutzen möchte eigentlich. Alter, war das eine komplett komplizierte Geburt hier unten. So, ich habe jetzt wieder Eisen drin, dann bauen wir doch nochmal 5 hier von. Oh Gott, noch eins, ey. Was will meine Verlobte? Mir irgendwas geschickt. Gucken. So, dann hätten wir den Teil. Gut, jetzt wird hier oben auf jeden Fall produziert. Ganz haben wir da, habe ich keinen Bock zu produzieren. Ein Greifarm mit. Ich will aber einen Stapelgreifarm. Ja, dann wird das hier halt ein Stapelgreifarm, der hier in die, also in diese Kiste ablegt. Mit diesem Strommast angebunden ist. Und dann nehme ich hier einfach einen Stapelgreifarm zum Reinlegen. So. Und jetzt ist die Frage, ersetze ich nicht einfach diese Kiste durch diese Produktionsmaschine, der ich sage, hey, bau mir rote Untergrundbells. Dann die gelben Untergrundbells, die ich habe, reinklatsche. Erstmal direkt 6 Stück mir rausnehmen kann. So. Dann wollen wir mal. Wo sind die roten wichtig, wo nicht? Da ist der gelbe in Ordnung, vollkommen ausreichend. Hier brauche ich aber auf jeden Fall rot, weil die Ressourcenversorgung ist wichtig. Hier auch. Hier auch. Hier kann gelb bleiben, hier kann auch ein gelber hin. Hier kann der gelbe hin, genau, hier muss ein roter hin und hier die müssen auch rot sein. Baue ich mir eben hier den. So. Hier müssen rote hin. So, aber soweit stände es jetzt erstmal. Alter, ist das anstrengend. So, 176 rote Fließbänder. Das war falsch. Du sollst bitte weiterhin die bauen. Das ist dafür von mir die. Und das kriegst du auch noch. So. Das nochmal. Warum gehört der? Moment. So. So, jetzt haben wir das. Das heißt, mir fehlen noch 2 hier von den roten, 3 von den roten. 4 von den, ne, 3 von den roten, 3 von den roten. Mir fehlen noch 3 von den roten. Ob ich das gerade richtig gesehen habe. Eins habe ich wieder, einen Satz. Der muss rot. Der Vater wird das ein komplex. Das ist echt komplex, das System, aber. Dafür ist es echt genial. Dass man unten dann fast 4 volle rote Bänder rauskriegt. Ist eine klasse Sache. So. Wieder 2 rausgekriegt. Packen
wir jetzt gleich einfach mal ein paar Zahnräder mit rein. So, dann kann man nämlich den mitnehmen. Dann hier oben weiter ausbauen. So, hier. Ich bin am Überlegen. Den roten komme ich ja eigentlich weiter. Aber nicht weit genug. Aber hier die roten Bänder nicht. So. Das heißt, von außen wäre jetzt angebunden. Nur noch hier eben die... Hier brauche ich nochmal zwei rote. Vielleicht reduzieren, indem ich den hier nur bis hier hinsetze. Ja, kann ich. Dann habe ich nämlich hier nur einen roten. Perfekt. Dann heißt, hier in die Mitte kommt auch wieder so eine Bank an. Schmelzöfen. Dafür müsste ich sogar noch genügend haben. So. Da habe ich noch mal einen. Dann heißt, das Gebäude kann weg. Erstmal. Auf jeden Fall. So, den roten musste ich hin montieren. Dann die restlichen Fließbänder hier. Das heißt, ich habe in der Mitte theoretisch sogar immer noch meinen Zweierweg frei. Das ist ja fast ein Traum. So. Die Öfen hoch. Passt. Hier hin. Dann ziehen wir hier die Öfen wieder runter. Dann müsste jetzt theoretisch eigentlich nur Greifarme hier fehlen. Davon habe ich gerade keine. Bauen wir halt, ne? Ja. Und die Ressourcenversorgung muss ich dann halt noch bauen. Und wenn ich das Ganze auf die Lichtbogenöfen baue, dann kriege ich eh nicht mehr alles unter. Verdammt. So rum gehört das. So, das heißt, den kriege ich noch angebaut. Dann war es das jetzt an Greifarmen. So. Alter Vater, ey, dass ich das hingekriegt habe, finde ich echt krass. So, hier drüben habe ich noch eine Leitung und noch eine Leitung Kohle. Wenn ich die wieder zusammenführen würde, könnte ich hier außen schon mal wieder anschließen. So, das heißt, Eisenerz, Kohle. Moment. Kohle. Eisenerz. Kohle. Mischung. Und Anschluss. Oh, hier sind natürlich noch die falschen Bänder. Nicht gut. Dann eben die richtigen Bänder hinbauen. So. Und schon laufen hier die Produktionen auch an. Hier fehlen noch Bänder. So. Kranker Scheiß, ey. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich das hinkriege. Geil. Das heißt, das kommt für Kupfer als auch für Eisen zweimal jeweils hier hin.
Damit bauen wir dann quasi, haben wir dann quasi unsere Versorgung für den Mainbus gebaut. Wenn es dann später zu den Lichtbogenöfen geht, werde ich die MK3-Gebäude verwenden, die nochmal einen Tick größer und damit mehr Platz brauchen, dafür aber auch keine Kohle mehr brauchen, wenn ich mit den Lichtbogenöfen hantiere. Aber mit den Worten, ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, ansonsten drückt Daumen nach unten, schreibt mir gerne Kommentare, lasst noch ein Abo da, brast es raus, tschüss.